Das ist Wotan, unser VW-Bulli mit sagenhaften 34 PS. Mit ihm starten wir Anfang Juni 1983 unser Abenteuer Norwegen. Mit der Fähre geht's von Hirtshals in Dänemark nach Kristiansund in Norwegen. Nur wenige Kilometer weiter Richtung Flekkefjord, unser erster Campingplatz. Unser extra für Norwegen angeschafftes Vorzelt wird eingeweiht. In unserem Bulli ist wenig Platz. Da wir direkt an einem See stehen, wird natürlich nach einer Tasse Kaffee auch eine Runde mit dem Zweierkajak gepaddelt. Das haben wir auf den Namen Fredis getauft. Nach 2 Tagen geht's weiter. Nachmittags um 4 landen wir am Parkplatz Breigestolen. Iris will unbedingt noch rauf, trotz aufziehender Wolken. Nach knapp 2 Stunden Kraxelei kehren wir um, vorsichtshalber. Es donnert und krummelt. Nur noch 30 Minuten haben gefehlt. Naja. Es gibt ja auch schöne Bilder vom Breigestolen. Jetzt orientieren wir uns Richtung Bergen. Dazu müssen wir ein paar Fähren benutzen und über Pässe. An schönen, wilden Wasserfällen vorbei. Und erreichen am 5. Tag in Norwegen Bergen. Leider bei typischem Wetter. Die 3 Tage meistens Regen. Ein Bummel über den Fischmarkt. Ein Streifzug durch die Hanse. Und das Wichtigste für Norwegen. Eine Angel gekauft. Kein Spielzeug. Sondern eine kurze, kräftige Bootsrute mit 80er Schnur. Und einer ordentlichen DAM-Rolle. Die alte Original-Fantoft-Stabkirche haben wir auch besucht. 9 Jahre später fiel sie einem Brandanschlag zum Opfer. Wurde aber wieder aufgebaut. Dass unser stark motorisierter Bulli auch den steilsten Pass mit schlappen 20% nach Stahlheim packt, war mir klar. Ausprobieren musste ich es trotzdem. Und siehe da, rauf ging es etwas langsamer, aber runter ganz schön flott. Naja, ist ja auch ein Bulli mit stolzen 34 PS. ''83 war Gudvangen ein Traum. Auf dem Campingplatz waren wir Mutterseelen allein, bei himmlischer Ruhe. Bei unseren vielen späteren Norwegenreisen musste ich leider feststellen,
Es war einmal. Auf dem Nerofjord waren wir mit Fredis einsam unterwegs. Heute liegt eine ganze Flotte Kajaks zu mieten da. Und die E16 wurde neu gebaut. Vorbei. Mit der Idylle und Ruhe. Von Gudvangen aus gönnen wir uns die Fähre nach Refsnes. Dazu sind wir etwas länger unterwegs. Die Tunnel, die es heute gibt, waren da noch nicht einmal in Planung. Ein Besuch der Stadtkirche Burgund ist obligatorisch. Mit einem traumhaften Platz in Drekswik am Sonjefjord und etwas Petri Heil bei schönem Wetter gehen die ersten zwei von 8 Norwegenwochen zu Ende. Mein erster selbstgefangener Fisch. Stolz wie Hering, wie Dorsch. Aber bei der Zubereitung unseres ersten Fisches mussten wir noch etwas üben. Sollte sich aber im Laufe der nächsten Wochen bessern. Mitte Juni in Norwegen. Wir sind froh, dicke Pullover eingepackt zu haben. Über 3 Pässe krabbelt Wodan bis nach Olm, am Indikfjord. Da werden neue Pläne geschmiedet und Wäsche gewaschen. Und wie könnte es anders sein, gepaddelt. Auch hier ein sehr schöner Campingplatz. Den Gletscher im Nationalpark Jostedalsbreen, den Briksdal, erwandern wir uns in einer knappen Stunde. Dann geht's weiter auf den Dalsliva. Der ist zwar nur 1500 Meter hoch, bietet aber eine fantastische Aussicht auf unser nächstes Ziel, den Geirangerfjord.
Durch 4 Meter hohe Schneewinde geht's wieder runter. Ein Stellplatz am Wasser, ideal für uns und unser Kajak. Und was macht man am Kajange? Wir kommen auf die glorreiche Idee, bis zu den 7 Schwestern zu paddeln. Iris übt sich unterwegs beim Angeln. Und tatsächlich, ein kleiner Schellfisch, ausreichend als Vorspeise für heute Abend, beißt. Geschafft. Die 7 Schwestern vom Kajak aus. Von einem Kreuzfahrtschiff bestaunen kann schließlich jeder. Mit Kajak muss man sie sich erarbeiten. Wir sind sichtlich stolz. Wir sind ja nur Freizeitpaddler. Trotzdem, nach 5 Stunden kommen wir ziemlich geschafft zurück. Am nächsten Morgen, Wetterumschwung. Das heißt für uns, Fahrtag Richtung Trondheim. Über 400 Kilometer schaffen wir bei Schmuddelwetter. Uns zieht es immer weiter nordwärts. Am 20. Tag in Norwegen passieren wir den Polarcirkel. Heute ist da ein riesiger Parkplatz mit großem Souvenirsender. Die Zeiten ändern sich. Die Lofoten sind jetzt unser nächstes Ziel. Die Überfahrt von Skutvik nach Solvær ist kalt und windig. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Belesen haben wir uns mit reichlich mitgeführter Reiseliteratur. Internet gab es 1983 noch nicht. Endlich sind wir da. Auch Wotan ist schon ungeduldig. Die Straßen sind okay. Schotterpisten kommen später noch. Nach nur 10 Kilometern finden wir einen schönen Campingplatz. Wieder direkt am Wasser. Und tolles Lofotenwetter. Da hilft nur ein satter Schwenk, um das alles zu zeigen. Wir wollen ganz in den Süden, nach A. Also, noch eine Fähre. Und hier könnte nichts Schöner sein. Bilderbuch-Lofoten. Schöner als in jedem Reiseführer. Nur wenige Touristen verirren sich im Juni 1983 hierher.
Trockenfisch für Italien und Afrika. Natürlich ab und zu auch mal eine für uns. Selbst geangelt natürlich. Nach über 3 Wochen haben wir 4260 Kilometer nur in Norwegen zurückgelegt. Möwen, Möwen, Möwen. Besser gesagt, 13 Möwen. Jetzt ist Brutzeit. Die ersten jungen Möwen sind schon da. Wir bummeln weiter. Beim nächsten Außendreh sollte man den Zweitschlüssel aber besser abziehen. 38 Kronen Brückenzoll durften wir auch bezahlen. Wildcampen am Skelfjord ist auch mal angesagt. In Norwegen kein Problem. Zum Angeln vom Kajak aus aufs Wasser. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und landet abends auf dem mitgebrachten Grill. Wir lassen uns rezeptmäßig immer was Neues einfallen. Sonst wird auch der schönste Fisch irgendwann langweilig. Heute gibt's Dorsch in 4 Geschmacksrichtungen. Die Lofoten und Westerolen gefallen uns so gut, dass wir 10 Tage bleiben. Anfang Juli geht's dann aber doch weiter. Und wieder nordwärts. Mit der Fähre geht's zurück. Logisch. Schafe haben immer Vorfahrt. Ziegen sehen wir seltener. Aber auch hier heißt es warten. Unser nächster Stopp ist Tromsø mit seiner Eismeerkathedrale. Die ist sehenswert. Am Lyngenfjord legen wir 2 Faulenzertage ein, gehen ein bisschen paddeln und lassen es uns gut gehen.
Zuerst dachte ich, es wäre ein Hänger, also wieder einen Blinker verloren. Doch dann ein kapitaler Seewolf. Der bringt Abwechslung in unsere Fischküche und ist doch so groß, dass ich von den zwei Filets eins an einen vorbeikommenden Norweger verschenke. Der freut sich riesig. Dafür gibt's am nächsten Tag für uns wieder, wie könnte es anders sein, Dorsch satt. Hammerfest. Die Fistafjord liegt im Hafen. Da hätten wir auch mal anheuern können. Später sind wir dann auf der Royal Viking Sea gelandet. Nur noch wenige Kilometer. Endlich Nordkap. Noch mit Fähre, ohne Tunnel. Nasskaltes Wetter, ungemütlich und nicht so komfortabel wie heute. Bei uns gibt's zur Feier des Tages abends Tee mit Rum. Restbestände haben wir am 31. Tag und 4761 Kilometern in Norwegen immer noch. Mit solchen Kostbarkeiten gehen wir sparsam um. Wir haben ja immer noch einiges vor. Das Nordkap haken wir schnell ab. Zu ungemütlich ist das Wetter. Mit der Fähre geht es erstmal zurück. Einen Tunnel gab es 1983 ja noch nicht. Jetzt zieht es uns an die russische Grenze, quer durch Lappland. Weit und breit kein Campingplatz. Also Wasserversorgung aus sauberen Bächen wird ja eh abgekocht. Iris werkelt, ich filme und schaue zu. Set's live. Hier sind wir ziemlich einsam unterwegs. Welcher Touri fährt schon an die russische Grenze. Wir. Die Straßen werden zu Pisten und ziehen sich endlos. Landschaftlich hat Lappland seine speziellen Reize. Bekanntschaft machen wir aber auch mit Plagegeistern. Unterwegs einer der vielen Verkaufsstände der Samen. Vorgenommen hatten wir uns, nichts zu kaufen. Irgendwann nach dem x-ten Verkaufsstand hatten wir unter anderem zwei Rentiergeweihe auf dem Dach. Kautokeino, die heimliche Hauptstadt der Samen, kann uns nicht überzeugen. Aus
aus Pisten, Balken wie der Straßen. Das Wetter im Juli 83 bleibt durchwachsen, besser gesagt kalt. Ein Tiefdruckgebiet jagt das andere. Nach unserer Rundreise durch Lappland zieht es uns wieder ans Wasser. Hinter Alta Trockenfisch an Gestellen. Hier hängen nur noch Fischköpfe. Für Afrika. Wir mummeln uns in unseren gemütlichen Pulli ein. Und sind wärmstens froh, vor Norwegen noch eine Zusatzgasheizung angeschafft zu haben. Zwischendurch wird auch mal ein Waschtag eingelegt. Und beim Angeln muss ich immer an die großen Fischköpfe denken, die wir auf den Trockengestellen gesehen haben. Vom Ufer aus aber keine Chance. Das ist eher was fürs Hochseeangeln. Midsommer im Norden. Einfach traumhaft. Trotz unleidlichem Wetter gehen wir auch mal paddeln, kämpfen mit Wind und Wellen. Richtig gekleidet macht es sogar Spaß. Angelerfolge bleiben ausnahmsweise aber aus. Zumindest trocknet in Regenpausen die Wäsche schneller und duftet anschließend angenehm nach frischer Brise und Meer. Am schönsten bei diesem Wetter ist es aber in unserem Bulli, auch wenn das Platzangebot beschränkt ist. Nach dem Kochen geht praktischerweise auch mal das Abspülen im Fjord. Wir landen wieder mal auf einer Schotterpiste. Entdecken dafür aber unterwegs rein zufällig? Nein, keine Mäuse. Lemminge. Die lassen sich nicht stören und mummeln weiter, obwohl ich ihnen mit meiner Super 8 Kamera ziemlich nah auf den Pelz rücke. Der Regensommer 83 hält an. Wir fahren Richtung Süden in der Hoffnung auf Besserung. Unterwegs immer wieder Fähren. Der Bulli-Motor macht mir ab und zu ein bisschen Sorgen, weil ich den Fehler nicht finde. Abends muss umgeräumt werden, vom Filmstativ bis hin zum Kanister. Erst dann können wir zum gemütlichen Teil übergehen. Nein, keine Katzenwäsche. Iris probiert Nordland-Peeling mit frischem Quellwasser. Die E6 wird zur Hauptstrecke und Trondheim ist unser nächster großer Stopp.
Der Nidarosdom gehört zu den bedeutendsten Kirchen in Norwegen. Er gilt als Nationalheiligtum. Er war seit 1152 die Kathedrale der norwegischen Metropoliten. Weil hier der Schrein von Olaf dem Heiligen hinter dem Hochaltar stand, trug der Dom auch den Beinamen Herz Norwegens. Ein Bummel über den Markt und durch die Stadt. Das war für uns Trondheim bei bescheidenem Wetter. Der Sommer ist zurück. In unserer Campingküche gibt es viele Suppen aus Tüten. Damit hatten wir uns zu Hause schon reichlich eingedeckt. Iris kommt meinem Vorschlag, schwimmen zu gehen, nur zögerlich nach. Aber dann, kalt war's trotzdem. Nach ein paar weiteren Kilometern ein Samenzentrum. Lohnt sich nicht wirklich. Umso mehr der nächste Campingplatz. Vom Kajak aus ins kalte Wasser. So schnell war Iris noch nie zurück. Geschafft. Wir genießen in vollen Zügen das Sommerwetter. Und ganz nebenbei rätsele ich immer noch an Wotans Motorproblemen. Die Mittsommertage sind schön und selbst das Vorzelt wird jetzt nicht aufgebaut. Auch nach der Weiterfahrt kann uns ein Platten nicht erschüttern. Reifen wechseln und weiter geht's. Mit Hilfe des bereits in Bergen gekauften und in Oslo erschienenen Buches über Stabkirchen werden wir zu wahren Experten. Die Stabkirche in Lohm zählt für uns zu einer der schönsten. 1983 waren noch fast alle Stabkirchen offen. Bei unserem letzten Besuch alle verschlossen. Heute habe ich Spüldienst. Dafür gibt's im Anschluss Kaffee mit Keksen.
nochmal ein Samenlager, wie es früher mal war. Ein Blick in eine Kode erinnert an längst vergangene Zeiten. Es ist wie ein Freilichtmuseum. Die Samen sind längst ein modernes Volk mit allen technischen Errungenschaften. Uns Touris wird halt ein bisschen Nostalgie geboten. Und die nächste Stabkirche. Diesmal liegt Lohmen am Weg. Keine weiteren Touris weit und breit. Der anwesende Pastor zeigt uns sogar den Dachstuhl mit geschnitzten Götzenbildern und lässt uns in den Glockenturm. Heute nicht mehr denkbar. Genusstage bei angenehmen Temperaturen. Auch wenn Iris ab und zu das eine oder andere Wäschestück einer schonenden Handwäsche unterwirft. Von den Stabkirchen können wir nicht lassen und klappern weitere ab. Jetzt brauche ich doch den norwegischen Automobilclub. Und der nette Pannenhelfer findet relativ schnell unser Dilemma. Ein von außen nicht sichtbarer Kabelbruch zwischen Zündspule und Verteiler. Problem erkannt, Problem gelöst. Jetzt geht's schnurstracks nach Oslo. Der Eggeberg Campingplatz in Oslo ist brechend voll. Und erst nach gutem Zureden an der Rezeption bekommen wir noch einen Stellplatz zugewiesen. Die nächsten 8 Tage bleiben wir hier. Erst danach geht es leider wieder auf die Fähre. Eggeberg mit seinem Campingplatz liegt oberhalb von Oslo. Auf dem Weg in die 30 Minuten zu Fuß erreichbare Innenstadt ein toller Blick. Das königliche Schloss steht als erstes auf dem Besichtigungsprogramm. Da wir keine Führung gebucht haben, bleibt nur der Blick von außen. Das monumentale Rathaus setzt eine architektonische Dominante und ist nicht zu übersehen. Weltweit bekannt ist es durch die alljährlich dort stattfindende Verleihung des Friedensnobelpreises. Die Innengestaltung haben die besten norwegischen Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Motiven norwegischer Geschichte, Kultur und Arbeitsleben übernommen. Ein Bummel über die Märkte macht natürlich auch Spaß. Was wäre Oslo ohne dieses weltberühmte Gemälde in der Nationalgalerie?
Der Schrei von Edvard Munch. Die Christian Radich, das norwegische stählerne Segelschulschiff mit Vollschifftakelage, liegt im Hafen. Das Volksmuseum auf der Halbinsel Big Dö erreicht man am schnellsten per Boot. Einen ganzen Tag nehmen wir uns Zeit, um wenigstens einen Teil zu sehen. Vorbild war das Ganze in Stockholm. Vision war eine norwegische Parallele, die alles, was das norwegische Volkskulturleben beleuchtet, sammeln und ausstellen sollte. Alle materiellen Spuren menschlichen Lebens und Wirkens in Stadt und Land sollten bewahrt, erforscht und durch Ausstellungen und Veröffentlichungen vermittelt werden. Jeden Abend sind wir ziemlich geschafft, haben wir doch einige Kilometer abgelaufen. Im Vorzelt igeln wir uns dann auf dem relativ lauten Campingplatz ein. Kein Besuch Oslos ohne die Wikingerschiffe. Natürlich darf die Ra und Kon-Tiki von Thor Heyerdahl auch nicht fehlen. Das Polarschiff Ram hat auch ein eigenes Museum. Sie war das stärkste Schiff der Welt und ist am weitesten sowohl in den Norden als auch in den Süden vorgedrungen. Bei 3 berühmten Polarexpeditionen von Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup und Roald Amundsen wurde sie eingesetzt. Gebaut wurde das Schiff 1892 und ist im Original mit gut erhaltener Einrichtung und Gegenständen ausgestellt. Der einzigartige Wiegeland-Skulpturenpark ist das Lebenswerk des Bildhauers Gustav Wiegeland mit mehr als 200 Skulpturen in Bronze, Granit und Schmiedeeisen. Abends probieren wir auch norwegisches Bier. So richtig überzeugen kann uns das Lettöl aber nicht, trotz schönem Etikett und stolzem Preis. Also probieren wir am nächsten Tag norwegisches Pilsener. Naja, und landen schließlich nach ein paar Tagen bei Heineken.
Die 8 Tage Oslo sind schnell vorbei. 4 Tickets hatten wir uns bereits besorgt. Es geht nach Hause. 8 Wochen, 10.000 Kilometer, vorbei. Bis zum nächsten Mal.